Und da oben, weißt du, siehst du dieses Turmding, wo Ja. diese kleine Kuppel ist, da sind manchmal die Schnibbers und die Schnibbers, die schnippen. Also ich, wenn ich eine Sniper finde, die nehme ich dann auf jeden Fall mit. Weil ich wäre dann so ein bisschen der Supporter-Sniper in der Aufnahme. Ich würde auch ganz gern deine Waffe haben, ehrlich gesagt. Ja, also dann kriegst du meine Waffe. Sobald wir eine Sniper Ich gefunden würde die haben. sogar lieber nehmen wie die M4, weil die M4 mag ich nicht. Die ist mir irgendwie zu standardmäßig. Also es ist mir zu. Ich habe mit der schon so viel gespielt. Irgendjemand hinter uns? Vielleicht irgendwelche Bürschchen, wo anscheinend weg sind? Nee. Ne, ist keiner Ich hinter glaube, uns. ich weg, der hat genauso die Nerven verloren wie mir auch. Ach, wahrscheinlich. Er hat uns wahrscheinlich gar nicht gesehen, davon gehe ich aus. Denkst du? Ja, der wäre wahrscheinlich sogar angehalten. Guck, hier ist sogar Tür offen. Na, ich glaube nicht, dass da noch was. Aber pass mal auf. Ja. Hatte hier nicht aufgemacht. Ich mach mal die Tür zu. Nur so als Vorsorge. Aber hier sind die Türen nicht offen. Wer macht? Achso, doch. Sind doch offen. Sieht gut aus. Oh, hier hat Sachen, ne? Ah, Was eine lag? verrottete. Ah, hier im Rucksack. Ein guter? Ja, hast du ein Lila noch? Wo denn? Hier oben, zweiter Stock, hinten, hinter der Treppe. Mit mehr Was? Slots, oder? Oh, und hier. Drei, sechs Lotose. Oh, perfekt. Ah, habe ich schon Sechs-Slot-Hose. Aber die gefällt mir besser wie meine, wo ich jetzt gerade habe. Willst du, was hast denn du für eine Farbe von der Hose? Zeige ich dir gleich. Endlich ein Rucksack. Meine Hose ist grau. Das geht schon, weil da ist jetzt eine getarnte Hose, weißt du, dann das wäre vielleicht ein bisschen besser. Wo ist da drin, oder was? Habe ich auf den Boden gelegt, das war eine alte. Sie damaged? Ron. So, hier. Ich kann ja alles reparieren, was es gibt. Und hier schießen wir auch gleich. Das habe ich keinen Nerv dafür. Wenn sie an uns vorbeirennen, okay, aber wenn jetzt einer hinter uns ins Haus reinkommt, dann schieße ich einfach. Okay, die kann ich irgendwie nicht reparieren, deine alte Hose, aber ist ja nicht schlimm. Was war die Warn? Ja. Warn ist die zweitbeste. Besser kriegst du nicht hin. Ah, okay. Da oben auf dem Bett, auf dem Feldbett liegt was. Ist auch so ein Viewing-Kit, oder? Ja, aber ich ruiniert. Kümmer? Warte. Ah, cool. Ein ZSH-3 Pilothelm. Das Problem an dem Helm ist, den siehst du über Kilometer, weil der weiß ich. Ja, nee, also ich bin fertig. Hast du deinen Hut noch? Ja, ich habe meinen braunen Das gelassen. Kennungszeichen. Und unsere kunterbunten Rucksäcke sind natürlich sehr safe. Super geil. Wie viele Plätze hast du für mit deinem Rucksack? Weiß gar nicht. 1, 2, 3, Du 4. kannst oben, steht's dran, rechts, oben. Achso, 35. Ah, ich habe 25, okay. Ja, aber ich gebe meinen Rucksack ab, sobald ich die Teile gefunden habe für Wie viel passt dann da rein bei deinem neuen Rucksack? 20 eigentlich nur, aber der ist halt überklein eigentlich. Ja. Und wenn du irgendwo rumliegst oder so, sieht man den relativ schlecht bis gar nicht. Mach einmal auch zu. Geht ja wahrscheinlich. Hier oben ist so eine Radarcap. Aufgemacht. Ich geh's hoch. Ich bin auch Ja, oben. ich. Schaust du, ob's da oben irgendwas hat? Ja, bin gerade dabei. Ja. Hat was. Was nice ist. Ja, für mich schon. Ein 35 großer Rucksack. Alter, steck den Rucksack schnell ein und komm da weg. Warte, ich kann nicht weg. Mach einfach Doppelklick auf die Sachen.
sortierst nicht ein, einfach doppelklicken, doppelklicken. Schnell dein Zeug da rauskriegen und dann raus aus von dem Vordächle. Wird okay. Ja, nicht abgeknallt. Jawohl, ein 35er Rucksack, perfekt. Obwohl mir der Pinke echt gut gefallen hat. Ja, ja, es war auch echt gut, also hat fashionmäßig auch gut gepasst. Hast du noch mal so ein Reparaturding? Ich würde meinen Rucksack gern reparieren. Hast du nicht mehr? Nee, ist kaputt gegangen jetzt gerade. Ach so. Da liegt er. Ach, einen Rucksack kann man damit gar nicht reparieren. Der ist badly damaged, ist das schlimm? Nö. Warte mal kurz, steh mal kurz still. Ich höre was laufen. Ja. Läuft was? Ja, bleib, hock dich mal da oben hin. Ja, ich positioniere mich hier oben ins Eck. Unter die Treppe. So, dass du vielleicht auch hochschauen kannst, ein bisschen die Treppe hoch. Kann der von der anderen Seite kommen? Das wird man hören, aber... Das sieht da oben aus, wenn du da dein Zeug wechselst. Okay. Warte, du backst durch die Wand. Nee, mach ich nicht. Dein Bein. Schau durch die Wälze, ja. Kannst du mal hochgehen? Kann ich, ja. Aber geduckt oben, einfach aber drin bleiben in dem Ding. Ja, bin ich. Und jetzt einfach mal ein bisschen umschauen außenrum. Das müsste Richtung, da wo die Landebahn ist, da höre ich was laufen. Kann aber auch ein guter Zombie sein. Sehen tue ich nichts, aber verlass dich mal nicht drauf. Bin ich, ne? Ja. Gehen wir, sollen wir weiter langsam? Ja, was langsam. Bleib du hinten. Okay. Schön langsam. Oh, ich will davor nicht gehen. Snipen-Sickern. Okay, bewegen wir uns einfach mal ein bisschen. Ich glaube, das ist ein Zombie. Das sieht ganz gut aus. Ein Hammer, aber mit dem kann ich auch nichts anfangen. Noch nicht, ne? Gehen wir mal in so einen Hangar. Ich weiß nicht, ob in den Hangars überhaupt was spawnt. Ich glaube nicht, ja, aber... Kann der Rucksack eigentlich, wenn der Badly Damage ist, irgendwann kaputt gehen? Nee, komplett nicht. Ich weiß nicht, was es überhaupt zu sagen hat. Er sieht halt dann aus wie Sau. Ja, aber ob das der einzige Nachteil ist, den du hast, weiß ich nicht. Wo bist du denn? Ich bin jetzt an den Hangars von der... Da ist nichts drin. Aber ich glaube nicht, dass da was drin spawnt. Ist auch nichts drin. Hier ist die Tür noch zu. Also entweder da hat jemand die Tür zugemacht. Ich pass einfach mal ein bisschen auf. Ich bin hinter dir. Machst du die Tür wieder zu? So. Alles klar. Hier ist offen. Das ist
wundert mich voll. Hier oben ist es zu. Hier hat's Futter. Du bist oben, ne? Ja. Okay, ich komme jetzt auch die Treppen hoch. Hey, ein Rucksack. Ein 25 großer. Hey, Magazine. Für? 20er RND 5,5. Wo, hinter dir, hinter dir, hinter dir, hinter dir! Player spawn, Player spawn. Und jetzt? Hau den um! Umhauen? Junge, drisch dich um. Der ist tot? Nein. Ist er. Ah, jetzt ist er tot. Das war so ein. Weißt du, was das war? Nee. Das war so ein scheiß Hopper. Das sind so Typen, die einfach nur von Server zu Server hoppen, um die Leute hier auf den Alter! Spielen. Alter, wieso zeigt er dabei? Alter, wir haben fast so Glück. Aber ich habe rote Verbindung, ich loote den mal kurz leer, ja? Ja. Ich hoffe, ich fliege jetzt nicht vom Server. Siehst du, dass ich den ausnehme? Nö. Ah, der hat eine Mosi. Das ist ein Sniper. Echt? Ja. Aber der hat kein Ding dafür, gell? Alter, ich hab dem halt voll viel zerschossen. Das ist das Problem mit der Schrodi. Hast du den reingeschossen? Natürlich hab ich den. Ich hab das nicht gehört. Was? Ich hab das alles nicht gehört. Der hat Stöcke. Ja, das ist schon mal gut. Nimm mal da ein paar mit. Aber das verballert halt voll. Du musst deinen Rucksack. Das kostet für mich zu viel. Okay, schaust du ein bisschen auf die Treppe, wenn du alles hast, was du brauchst? Warte. Boah, der hat jetzt aber echt Pech gehabt. Alter, du hast mich gerade so erschreckt. Was denn? Hast du den nicht gesehen? Nein, doch, ich habe den schon gesehen, aber dich nicht mehr. Und du dann, hast nur noch gelabert, Alter. Ich habe keine Ahnung gehabt, was du von mir willst. Stecke, hast du die Stecke mitgenommen? Nee, hab noch nichts. Ich warte drauf, bis du fertig bist und dann... Soll ich die Mosin mitnehmen? Also, ich nehme sie, wenn du sie nicht willst. Aber das ist ja Sniper, ne? So relativ, ja. Obwohl ich weiß, deine ist wahrscheinlich jetzt noch genauso gut. Nur wenn die Mosi halt... Rope, ich habe auch ein Seil, ne? Ah! Aber ich habe vorher schon ein Seil gehabt. Das habe ich jetzt schon ein bisschen. Okay, ich beobachte die Treppe. Dann nehme ich die Mosi mit. Sobald wir einen Sniperscope finden, gebe ich es dir. Okay. Oder gebe ich sie dir. Alter, wie viel Dusel und was da für einer gespawnt ist, ne? Ja, irgendwie... Alter, du hast den Ding nicht mitgenommen, den Dosenöffner. Ah, oh, den habe ich nicht gesehen. Nimm den ruhig mit und gib mir dann gleich, okay? Ach so, das ist auch klug. Der bleibt hier, spawnt in einen anderen Server und dann ist da alles noch voll gelootet. Ja, und wenn der, dann killt er die Spieler, während die hier looten, weißt du? Ach so. Weil du das nicht erwartest. Selbst wenn die unten die Tür zumachen, merken die das ja nicht. Na, der hat jetzt aber Pech gehabt, hä? Also davon gehe ich auf jeden Fall sehr stark aus. Der hat jetzt aber mega Pech gehabt. Du lockst dich nicht an Lootspots aus. Das macht keiner. Das tut mir jetzt auch tierisch leid für ihn, wenn der hier zuschaut. Falls er hier mal zuschaut. Für mich nicht. Der alte Serverhopper. Oh, ruiniert. Scheiße, ich hab die Munition zerballert. Egal. Ich hab ja. Was ist das hier für Munition? 76251. 76251A habe ich sogar. So, von der Knarre hier. Das kann hier irgendjemand looten, der Bock drauf hat. Hat der sonst nichts Besonderes? Der Rucksack, ist der badly gedamaged? Von dem hier oben? Ja. Ja. Okay. Ja. Ich zerschossen. Ja, gut. Mit Schwachen. Wenigstens eine kleine Mosi. Wollen wir die Schrotflinte jetzt schon zweimal das Leben gerettet hat. Reis und so, ich habe jetzt alles mitgenommen, ne? Hast du den Dosenöffner mir? Achso, soll ich ihn geben? Ja, außer du brauchst ihn. Wenn du brauchst, ist auch okay. Bräuchte ihn schon, also ich hab. Ja, dann behalt du ihn, dann gebe ich hier halt die Dosen, wo aufgemacht werden sollen, okay? Okay. Ich muss noch das Lachs wegwerfen, die brauche ich jetzt nicht mehr. Oh, da hat er jetzt aber echt Pech gehabt. Das gibt's ja gar nicht.
Wir hatten Glück, besser gesagt. Ja, der hat halt echt Saupech. Okay. Der macht sowas auch nicht mehr, ne? Ich glaube schon. Ich hab's zurückgesetzt. Ja, ich bin irgendwie. Ich hab's rausgebracht. Müssen wir hier rein? Nee, ne, können wir gar nicht. Erstmal, jetzt gehen wir da drüben. Hat's nochmal eine Polizeistation und so. Soweit ich das jetzt noch weiß. Was sagt uns das? Server hoppen lohnt sich nicht. Aber echt eine Schande, dass bei deinem Gewehr da das Scope verpackt ist. Ja, das ist echt blöd. Sollen wir es mal probieren auf die Mosi? Vielleicht ist es einfach nur die falsche Waffe. Ja, wenn es drauf passt, es kann sein, dass es auch auf die Mosi passt. Probier's mal. Darf warte. Na, warte mal. Ich guck mir mal ganz kurz das Scope an. PU-Scope. Dreimal bla 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 für World War 2. Leg's mal einfach hin. Ja, warte. Liegt auf dem Boden. Wow, Zombie. Damaged. Ja, das passt schon, aber machst du ihn? Ja, zieh mal. Ja, das siehst halt nicht mehr wirklich was durch das Ding. Echt, ich sehe nur meine Hand die ganze Zeit. Ja, auf der Waffe hier ist es auch anders, aber das Ding ist am Arsch, das ist das Problem. Das ist zersplittert, das Visier. Blöd oder? Mal... Ja. Ja. Hä? Entschuldigung, ich trinke gerade nur so kohlensäureartiges Trinken. Das wollte ich gerade echt nicht. Ups. Naja, was soll's. Es sei mir verziehen. Hast du das jetzt mitgenommen, das Scope, ja, ne? Ich hab's noch dabei. Ich weiß nicht, ob man das irgendwie repairen kann. Ja, wenn man's nicht, wir finden sicherlich noch eins. Ja, das passt auf die Mosi auf jeden Fall, das Ding. Ja. Jetzt, wo ich sehe, es gibt noch mal ein anderes. Ah, scheiße. Dass ich dem... Ah, das nervt mich jetzt. Ich hätte ja genug Zeit gehabt, dem einfach ins Gesicht zu schießen. Das ist doch egal. Ist doch wurscht. Der war wahrscheinlich gerade beim Einloggen, ne? Ja, ja. Der hat wahrscheinlich uns noch nicht mal gesehen. Oder er hat uns gesehen, hat gedacht, oh my gosh. Wahrscheinlich hat er gedacht, komm, hey, neue Freundin, Daisy. Nee, er hat gedacht... Hey, das sind bestimmt solche friendly Spastiker. Die lassen mich jetzt bestimmt leben, fragen mich jetzt 10-mal, bist du friendly? Dann hole ich meine Waffe raus, dann baller ich die beide um. Ja. Das hat er sich gedacht. Langsam, Jan, die Tür ist offen. Ich und meine Mosi. Na, das hat sich ja gelohnt. Ja, gell? Haben wir super geil. Was liegt hier? Das ist ein Burlapsack. Mein T-Shirt. Ah, zerreiß es doch, damit Bandagen das. Ach, stimmt. Auf Vorrat kann man ja nie wissen, ob man es nicht mal braucht. Oh, ich habe hier einen Dosenöffner, glaube ich. Was ist das? Ein Wrench. Tier in Thorax. Achso, du hast die Ding, gell? Die, Die was? Das Seil. Das Seil? Ja, ich hab das. Brauchst du das? Nee, noch nicht. Aber nur gut zu wissen. Weil mein Rucksack ist nämlich noch super hammer geil und dann gebe ich dir. Also okay. Gebe ich dir einen Rucksack. Okay. Ja, aber jetzt habe ich ja einen 35er Rucksack. Ja, ja. Ich gebe dir den nochmal, weil ich brauche den nämlich. Okay. Weil ich will ja den neuen, also den neuen alten. Ist deiner auch badly gedamaged? Ey, warum ist denn nicht? Das doch macht doch keinen Sinn hier. Wird ein bisschen was. Also bitte. Das geilste finde ich immer das Herz, wo man so schön durchgucken kann. Mhm. Verspanner ist das. Was liegt da denn auf dem Boden? Nächstes, denke ich mir auch immer. Okay. Das komische Licht hier. Das ist die komische Licht. Ich glaube, wir brauchen jetzt so langsam echt mal ein Codewort für feindliche Spieler. Wie Codewort? Ja, irgendwas, was wir sagen, damit der andere sofort Bescheid weiß, dass hier irgendwo ein anderer rumlungert. Sag mal einfach Bandit. Ach, Bandit. Wird man. Wo bist du jetzt denn hin? Ich sehe dich jetzt gar nicht mehr. Ich bin oben bei so Heuballen. Wenn du rauskommst, rechts.
Hallo. Ah, da bist du ja. Sag mal einfach, oder Spieler. Nee, wenn man Bandit sagt, dann wird man gleich, hat man gleich seine Grundaggressivität gegenüber dem anderen. Das ist, glaube ich, besser. Schön, dass du dich umguckst schon so. Ja, aber natürlich. Muss ja gucken, ob hinter mir einer steht. Was ist das links? Das ist ein Zombie. Ja. Okay. Ja, ich habe jetzt echt keinen Bock, den zu nerven. Andersrum, ich habe keinen Bock, dass der mich jetzt nervt. Da wird meine Axt wieder dreckig und ich kacke. Dann regen mich die Leute immer. Ich bin immer noch energized und hydrated. Ich auch. Hydriert. Wo sind wir jetzt, in welcher Stadt? Weiß gar nicht, wie das Ding heißt. Ich nenne es einfach Kaff.